Oberösterreich kocht wird präsentiert von Eilmannsberger und Maximarkt. Herzlich willkommen zu Oberösterreich kocht. Schön, dass Sie mit dabei sind. Wir sind im Eilmannsberger Küchenstudio in Rohrbach zu Hause. Es kocht für Sie Felix Klett. Und du hast dir heute was überlegt für die Sommerterrasse. Ganz genau. Ich habe mir gedacht, da hat ja letztes Mal schon der Nature-Tofu so gut geschmeckt. Mhm. Und jetzt haben wir gedacht, jetzt machen wir mal einen Upgrade auf den Smoky Twist. Der hat noch eben schöne Räucharomen drin. Genau. Jetzt auf Deutsch, Hilfe! Was ist das? Sie müssen ja auch verstehen, was wir hier machen. Also ja, das ist also, Kichererbsen-Tofu. Also da haben wir wieder unseren wunderbaren Umami-Kichererbsen-Tofu. Mhm. Aber diesmal eben nicht in der Nature-Variante, die du letztes Mal schon so gern gemocht hast, sondern eben in der Smoky, also Smoked-Räucher-Variante. Mhm. Man kann es quasi mit einem Halloumi vergleichen. Der ist ja auch unterschiedlich mariniert, wenn ich den kaufe. Oder ja, irgendein Grillkäse. Exakt. Also wir haben eben die Basisvariante wirklich der Natur. Ja. Das ist jetzt eben der Smoky Twist geräuchert. Mhm. Aber man kann für das Gericht auch wunderbar unseren Sweet Chili nehmen oder auch den Black Pepper. Mhm. Oder der auch bald in die Regale kommt, das ist die Greek Salsa. Also für jeden Geschmack was dabei. Was mich interessiert, wir haben, glaube ich, Ananas noch nie in der Sendung gehabt. Was machst du mit der Ananas? Ja, und dann nehmen wir auch gleich die Ananas und werden die auch etwas unorthodox behandeln. Und zwar werden wir die auch auf den Grill legen und danach zu einer schönen Salsa verarbeiten. Gut, dann ich mache die Ananas. Wunderbar. Schälen und dann in Scheiben schneiden. Schälen, ja, und dann eben in so ungefähr so dicke Scheiben. Ja, okay. In der Zwischenzeit würde ich mich mal um die roten Zwiebeln kümmern. Mhm. Aber wie funktioniert das Hirn eines Lebensmittelproduzenten? Du denkst dir, was könnte dem Markt gefallen und versuchst es dann mit deinen Kenntnissen als gelernter Koch und als studierter Lebensmittelexperte umzusetzen. Habe ich das richtig verstanden? Also ich meine, mir kommt meine Kochvergangenheit einerseits natürlich gelegen, weil ich mir ungefähr vorstellen kann, wie Sachen gut zusammenpassen. Mhm. Andererseits merke ich halt auch ganz oft, dass ich dann irgendwie so eine Vorstellung von Geschmäckern habe, die sich dann irgendwie schwer auch umsetzen lassen in der Industrie. Mhm. Also wenn man das Ganze dann hochskaliert, dann sind die Sachen dann eben oft ganz anders, als wenn ich das irgendwie nur zu Hause in meiner Küche koche. Also da musste ich mich auch erst ein bisschen dran gewöhnen. Sag mir, da muss ich da ganz genau arbeiten und bis aufs Letzte die Braunen weg, leider schon wahrscheinlich. Ja, also das wäre schon von Vorteil. Mhm. Ja, ich habe es tut mir so im Herzen weh, weil wenn ich das wegschneide, dann schneide ich auch so viel gutes Fruchtfleisch. Ja, das ist immer ein bisschen. Aber es ist so. Da kommt leider nicht drum rum. In der Zwischenzeit würde ich schon mal die Marinade vorbereiten. Und zwar zu gleichen Teilen passierte Tomaten, Zucker. So gut. Hilfe. So. Perfekt. Mhm. So, als erstes nehmen wir jetzt den. Und zwar noch mal so viel. Das schaut jetzt aus, als würdest du Toast Hawaii für mich machen. Aber das heben wir alles auf. So. Mhm. Darf ich den auspacken? So, den darfst du gerne schon auspacken. Mhm. Und ja, für unsere Ananassalsa verwenden wir eben die jetzt gerade im Grill liegende Ananas, die rote Zwiebel, Limettensaft, können wir auch schon schneiden. Und was du auch gleich schon machen könntest, wäre noch ein bisschen was von dem Chili. Kriegst du. So, bitteschön, da ist Ihr Tofu. Perfekt. Signore. Jetzt habe ich hier die Marinade vorbereitet und der braucht eigentlich überhaupt keine. Der wird ja eh schon super lecker knusprig, aber ich habe gedacht, jetzt übertreiben wir es ein bisschen, geben den in den Grill, marinieren den nochmal extra und dann bekommt er nochmal mehr eine Kruste. Okay. Warum freut sich der Konsument über eine Kichererbsen-Variante von Tofu? Wir haben ja beim Fleisch auch nicht nur eine Sorte Fleisch. Und warum nicht eigentlich die Ressourcen nutzen, die man hat und sagen, hey, wir können ja eigentlich noch ein anderes Produkt kreieren aus einem anderen Ausgangsmaterial und haben ein bisschen eine Abwechslung drin. Und er hat einfach so etwas Nussigeres wie jetzt der normale Sojatofu. Und durch die Marinade wird er dann auch schön knusprig und innen bleibt er trotzdem schön cremig. Er hat mehr Wumms. Ja. Finde ich. Ich habe dann ein Bierchen dazu vorbereitet, das verrate ich dir dann, was das ist. Und den Umami, wann geben wir den in die Pfanne? Sobald die Ananas draußen ist,
können wir eigentlich schon den Umami gleich anfangen einzulegen. Super. Dann würde ich sagen, das ist die perfekte Gelegenheit, dass Sie ganz kurz zum Kühlschrank laufen, sich selbst ein Bier holen aus der Bierregion Innviertel und dann sehen wir uns gleich wieder nach einer ganz kurzen Pause. Bis dann. Jahre Maximarkt und Sie bekommen die Geschenke. Richtig sparen mit Jubiläumspreisen von Maximarkt. Die ganze Woche lang. 25% auf alle Tiefkühlprodukte inklusive Speiseeis. Zum Beispiel Stritzinger Schweine- oder Hähnchenschnitzel oder Hühnernuggets. Jetzt nur 22,49 €. Maximarkt ist echt stark. Elegant, exakt, einzigartig. So planen die Küchenspezialisten von Eilmannsberger ihre Küche. Modern, klassisch, im Landhausstil oder eine Designküche. Überzeugen Sie sich im 600 Quadratmeter großen Schauraum in Rohrbach. Eilmannsberger. Am Ende schreibt man Küche mit E. Der Miele Dampfbackofen ist die perfekte Kombination aus innovativem Backofen und leistungsstarkem Dampfgarer. Er bewahrt mehr Nährstoffe, Vitamine und Aromen. Und dank der automatischen Selbstreinigung erstrahlt er jedes Mal wie neu. Intuitive Technologie genau auf Sie abgestimmt. Das ist Qualität, die Ihrer Zeit voraus ist. Miele. Immer besser. KUKA. Immer 100 Grad kochendes, gekühltes prickelndes und stilles Wasser. Der Wasserhahn, der alles kann. Mehr Infos auf kuka.at. Kochen, wie an der frischen Luft, ist für uns natürlich. Die Kochfeldabzugssysteme und der Flexbackofen von Bora. Oberösterreich kocht wird präsentiert von Eilmannsberger und Maximarkt. Und da sind wir auch schon wieder bei Oberösterreich kocht. Felix, was machen wir heute? Ja, wir machen einen gegrillten Tofu. Mhm. Und zwar mit einer Ananassalsa. Die Ananas haben wir jetzt hier schon im Grill. Ja. Funktioniert natürlich auch in allen möglichen Outdoor-Grills. Einfach nur draufhauen. Ja. Wir haben jetzt hier den Kontaktgrill. Geht einfach ein bisschen schneller, wenn man von beiden Seiten die Hitze zugibt. Fein. Das werdet ihr jetzt klein schneiden, gell? Exakt. Mhm. Dann würde ich mir kurz das Brett von dir klauen. Ja. Hol die Ananas runter. Mhm. So. Gut, lassen wir es ein bisschen auskühlen. Lassen wir so kurz ein bisschen auskühlen. Und der Mittelteil, den versuche ich aber trotzdem loszuwerden. Ja? Genau, den Mittelteil. Man kann natürlich auch den vorher schon rausnehmen oder jetzt eben einfach den nicht verwenden. Der ist schon sehr fasrig. Und einfach klein schneiden. Einfach ganz klein schneiden. Und dann kommt hier der rote Zwiebel dazu. Mhm. Limettensaft. Ja, das machen wir dann in dem. Machen wir dann alles da drin. Mhm. Und also, Chili. Und Chili. Und in der Zwischenzeit brätst du das an. In der Zwischenzeit haben wir hier unseren Smoky Twist Kichererbsentofu. Mhm. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, man braucht nicht nochmal eine extra Marinade, aber wir wollen es heute ein bisschen übertreiben. Ja. Und pinseln den jetzt dann gleich immer noch von beiden Seiten danach ein. Na gut, und die Ananas, durch das, wenn die erwärmt wird, die entwickelt dann auch nochmal ein super Aroma. Genau, also der Zucker der Ananas karamellisiert und gibt dem Ganzen nochmal eine schöne runde Note. Fein. Magst du den Rest da schon mal in der Schüssel reingeben? Absolut. Ich soll ja nicht unteilig rumstehen und dir beim Arbeiten zugucken. Fein. So. Wie viele Leute sind involviert, bis ein Produkt fertig ist? Wie kann ich mir das vorstellen? Also ich meine, die reine Entwicklung kann natürlich von einem sehr kleinen Team im Labor passieren. Also kann von 3-4 Leuten passieren. Mhm. Oder bei ganz kleinen Projekten auch von einer Einzelperson. Aber natürlich geht ja das viel weiter. Also da ist ein ganzes Team dahinter mit Marketing, mit der Kalkulation, mit nachher, wenn man es natürlich hochskaliert, braucht man Leute, die das auch wirklich herstellen. Also das ist natürlich von bis. Ja. Und stehen da immer große Konzerne im Hintergrund oder sind das auch kleine Investoren, die sagen, hey, ich habe eine Idee für ein Produkt, bitte verwirkliche es? Auch ganz unterschiedlich. Mhm. Also auch wieder, es gibt natürlich kleine Start-ups mit einer guten Idee, ja, die dann erst nach und nach zum Kapital kommen. Oder natürlich große Firmen, die von Anfang an gleich den Markt
gut analysieren können. Mhm. Und dann sagen, da gehen wir rein, wir haben schon die Produktionsstätte. Mhm. Ganz unterschiedlich. So. Fein, fein. Darf ich da jetzt alles einfach dazugeben? Habe ich das richtig verstanden? Genau, da kannst du alles reingeben. Viel Ananas. Dann auf jeden Fall also mal mindestens den Saft von einer ganzen Limette. Chili kann ich auch schon dazugeben, oder? Chili kannst du auch schon dazugeben. Mhm. Und natürlich ganz nach Gusto auch viel mehr, aber wir wollen es vielleicht heute mal übertreiben. Schauen wir mal. Und ich fange in der Zwischenzeit jetzt schon mal an, den Tofu zu bepinseln. Aha! Also das ist wirklich wie so eine Barbecue-Marinade. Exakt. Okay, verstehe. Also, da ordentlich Limette. Geben wir da sonst noch irgendwas dazu? Salz, oder? Genau, also am Ende noch mit Salz abschmecken. Mhm. Und dann war es das aber schon. Cool. Falls Sie unsere Rezepte nachkochen wollen, wir haben einen Maxi-Markt-Gutschein für Sie im Wert von 50 Euro. Schicken Sie uns eine E-Mail oder eine Postkarte oder einen Brief, warum Sie den Gutschein gerne hätten. Und vielleicht flattert er dann schon bald zu Ihnen nach Hause. So. Schau, wie schnell die Farben sind, ja alleine schon ein Traum, gell? Ja. Sehen Sie das gut, was Sie da vermengt? Und dann komme ich natürlich gleich wieder ums Eck mit dem guten alten Koriander. Ja, bitte. Soll ich mal in den Garten. Wenn ich jetzt dazu Kohlenhydrate essen möchte, was würdest du als Beilage vorschlagen? Also natürlich ganz, ganz klassisch zu jedem Grillabend ein schönes Baguette. Ja. Aber genauso gehen natürlich auch Erdäpfel in jeder Form. Mhm. Oder man trinkt einfach ein Bier dazu. Ja, das wäre natürlich die allerbeste Variante. Schau, ich habe sogar alkoholfrei, weil man gedacht hat, das ist nett und passend, aus unserer Bierregion Innviertel. Und mal schauen, was du dazu sagst. Leicht und süffig, schön kühl und eine sehr, sehr schöne Farbe. Schau, wie das schön perlt. Ich komme wieder sofort zu dir. Jetzt werde ich nur noch mal auf die Seite drehen. Ich mache mir weniger, du kriegst mehr. Prost auf dich. Herzlichen Dank. Danke, dass ich hier sein darf. Ich sage danke und schau, wie das schön mussiert. Und jetzt geschmacklich ganz frisch. Hm? Mhm. Sehr fruchtig. Schau, gell? Mhm. Und weich. Und ich glaube, dass das gut ist, weil da sind so starke Aromen. Und das ist genau... Einfach fein zum Dazutrinken, ohne Alkohol, absolut. Ganz entspannt. Gut. Ja, das schaut ja köstlich aus. Fein. Man kann das auch als ganz kleine Vorspeisenvariante servieren, oder? Wenn ich Gäste zu Besuch habe, wenn ich das kleiner mache, dann wäre das eine spannende Vorspeise. Und jetzt kannst du schon mal, wenn du magst, unsere Salsa dazu anrichten. So tun, als wäre es zufällig darauf gefallen. Exakt so. Aus dem Grillhimmel. So, schauen wir mal, wie wir das so machen, dass das repräsentabel ist. Ich glaube so. Was sagst du dazu? Das schaut herrlich aus. Und du gibst dann oben und nur Grün? Und jetzt eben noch den Koriander oben drauf. Schauen Sie mal. So, jetzt kann echt nichts mehr passieren. Ah, schaut das herrlich aus. Oder? Also Mahlzeit. Fass noch mal zusammen, was du gezaubert hast. So, also wir haben heute den Smoky Twist Tofu. Es geht auch mit jeder anderen Variante von uns. Und das Ganze kommt eben auf den Grill mit einer herrlichen Ananassalsa. Alle Rezepte finden Sie auf unserer LT1 Homepage. Bitte schön. Herzlichen Dank. Jetzt fangst aber du an in dieser Sendung. Bitte. Na gut, Mahlzeit. Ich bin neugierig. Siehst du, den habe ich roh gar nicht verkostet, wie der schmeckt. Das bin ich neugierig. Ja. Es schmeckt köstlich. Es schmeckt wie, wenn ich jetzt sage, eine Mischung aus einem geräucherten Speck und einem geräucherten Hüttenkäse, dann ist das für euch nicht super. Aber es schmeckt wirklich, es hat ein tolles Raucharoma, es hat eine super Konsistenz. Also, ich würde mir das auch privat machen. Mhm. Wir haben jetzt Nachbarn zu Besuch gehabt zum Grillen. Und du grillst Fleisch, aber eine war dabei. Und die ernährt sich vegan und vegetarisch. Und für die kaufst du dann Halloumi, Gemüse und so weiter. Und da habe ich aber alles gleich zusammen und dann macht man so eine einfache Beilage. Absolut. Super. Danke, Felix. Sehr gerne. Sehr gut ist das.